Grüß Gott und hallo, Christoph Metzler heiße ich. Ich bin niedergelassener Kinder- und Jugendarzt. Hier in meinen Räumen begrüße ich Sie. Wie immer versuche ich in meinen Videos praktische Tipps aus dem Sprechstundenalltag, aus meiner Erfahrung weiterzugeben. Und heute spreche ich über das, was man tun kann, wenn man, vor allem in diesem Fall Kinder, Plattfüße haben oder Knickfüße oder Knicksenkfüße oder Knicksenkspreizfüße. So heißt das alles im Medizinerjargon, wenn man ein nicht deutlich und ausreichend ausgeprägtes Fußgewölbe hat. Sie wissen, die meisten haben deshalb Einlagen in den Schuhen. Das Problem der Einlagen ist, wenn sie gut sind, tun sie weh und etwas, was weh tut, wird nicht gern freiwillig getragen. Meine Erfahrung ist, dass die meisten Kinder, die Einlagen haben, dieselbigen nur viel zu kurz oder in der Regel überhaupt nicht tragen und damit ein Effekt auch nicht bemerkbar wird. Also, wenn etwas getan werden muss, wenn ein Mensch, ein Kind einen Plattfuß hat, was kann man tun? Was ist leicht umsetzbar? Schauen Sie sich diesen Fuß an. Es ist meiner, kein Kinderfuß. Er hat ein mäßig ausgeprägtes Fußgewölbe. Jetzt ist dieses Fußgewölbe deutlicher und jetzt ist es ganz flach. Vorneweg noch ein paar Bemerkungen zur Anatomie des Fußes. Normalerweise ist das Fußgewölbe ein Gewölbe, wie der Name sagt. Es wird durch Knochen gebildet und es ist von Anfang bis Ende des Lebens in der Regel so. Angeborenerweise gibt es eben auch ein flaches Fußgewölbe und wenn das zu flach ist, führt es über kurz oder lang zu entsprechenden Beschwerden. Es tut dem Fuß weh, die Kniegelenke werden falsch belastet, das Hüftgelenk bekommt ein Problem bis hin zu Wirbelsäule. Das ist der Grund, warum man etwas dagegen tut. Und wenn das mit den Einlagen nicht funktioniert, dann gibt es mit dem, was ich jetzt sage, durchaus Möglichkeiten, positiv auf dieses Problem dieser nicht ausreichenden knöchernen Form des Fußgewölbes einzuwirken. Man kann das Fußgewölbe über Muskelkraft auch künstlich erzeugen. Diese Muskelkraft muss man, wie alles in unserem Leben, trainieren, und zwar regelmäßig. Und eines dieser Trainingsmöglichkeiten ist der Zehenspitzengang oder das auf der Ferse laufen oder das Greifen mit den Zehen. Und jetzt kommt es nur darauf an, dass man das regelmäßig tut. Denn nur das, was man regelmäßig tut, führt zu einem Trainingseffekt und damit zu der entsprechenden Muskulatur, die man braucht. Und mein Vorschlag ist nun, dass man das einbaut in den Alltag. Konkret, führen Sie in der Familie ein, dass jeder, der auf die Toilette geht, das auf Zehenspitzen tut. Und wenn man von der Toilette zurückkommt, das auf der Ferse tut. Und dann gibt es noch eine Methode, wie man die Fußmuskulatur trainieren kann, über das Auffächern von Tüchern unter das Fußgewölbe. Ich betone es nochmal, wichtig ist, dass das, was man tut, man regelmäßig tut. Also führt man das am besten ein und am einfachsten ist es, wenn es alle machen in der Familie. Und wenn es mal zur Routine geworden ist, macht man es wie selbstverständlich und hat so auf diese Weise täglich ein Training der Fußmuskulatur, was jedem gut tut, auch dem, der es eigentlich gar nicht braucht. Und dieses Zehengreifen des Tuches und das Stopfen unter das Fußgewölbe, das kann man verknüpfen mit einem Wettspiel. Die Eltern haben ein großes Tuch, was sie aufwürsteln müssen und die Kinder entsprechend kleine. Und am einfachsten ist das, wenn man dieses Tuch platziert am Ende des Bettes, so dass man morgens beim Aufstehen und abends, wenn man ins Bett geht, als erstes einmal diese Übung mit den Zehen macht. Und wenn etwas runterfällt auf den Boden, dass man sich nicht bückt und mit den Fingern das greift, sondern mit den Zehen. Mit diesen Übungen, vor allem wenn Sie sie jeden Tag, also regelmäßig durchführen, wie selbstverständlich, können Sie dazu beitragen, dass sich das Fußgewölbe Ihres Kindes optimal entwickelt. Viel Erfolg und viel Spaß mit den Übungen. Trampolin, das Trampolinspringen, ein super toller Sport, der unheimlich viel Spaß macht, mir allerdings in der Sprechstunde nicht immer. Nicht wenige Anrufe, die ich bekomme, betreffen Zecken. Und zwar, weil die Entfernung von diesen Zecken für viele Eltern ein
ziemlich großes Problem darstellt. Es ist sicher hilfreich, wenn man weiß, dass es vor allem bei Kindern Körperstellen gibt, an denen sich Insektenstiche besonders deutlich zeigen, nämlich im Gesicht, an den Handrücken und an den Fußrücken.